Hallo liebe Jazzmusiker und herzlich willkommen auf der Musikmesse 2013 in Frankfurt. Wir sind hier auf dem Messestand von Sound Service für Drum & Percussion Artikel und bei uns ist der Hannes, Produktmanager bei Sound Service, und der erzählt jetzt uns was über seinen neuen Brand Laver Percussion. Hallo Hannes. Hallo, grüß dich. Ja, Laver Percussion kommt aus Andalusien, aus der Kulturkammer Spaniens, bekannt für seinen Wein, für sein Olivenöl und für seine gute Handarbeit. Pepe Lever, der diese wunderschönen Cajons herstellt, ist Cajon-Lehrer, arbeitet mit einer ortsansässigen Schreinerei zusammen, ganz eng. Und sie stellen diese wunderbaren Lever-Cajons her. Die Rumba-Kisten sind in Handarbeit gefertigt und haben eine ganz besondere Eigenschaft. Die haben nämlich, wenn ich gerade mal eine abnehmen darf, die Möglichkeit, den Anpressdruck der Frontplatte auf die Gitarrenseiten einzustellen, sodass man den Anteil zwischen Snare-Sound und Bass-Sound je nach Gusto sozusagen einstellen kann. Lever bietet in verschiedenen Preisklassen verschiedene Qualitäten an. Das ist zum Beispiel jetzt eine Soko, die wird es für 99 Euro im Laden geben, unschlagbar zu diesem Preis, mit dem Sound, wenn die einmal gespielt hat. Das ist ein echter Knaller. Und dann haben wir hier noch weitere Modelle. Beispiel eine Öko, die aus rein recycelten Materialien hergestellt wurde. Klingt auch fantastisch. Immer ein Versuch wert. Laver Percussion und ihre Cajons. Und in welcher Preisspanne wird sie gehen? Du hast gesprochen von 99 Euro. Was wird denn die teuerste sein? Die teuerste, die sehen wir hier jetzt hier auf dem Boden. Das ist die Travel Cajon. Eine echte Travel Cajon. Kein Bausatz, sondern eine Cajon, die für reisende Musikanten gedacht ist, sehr präzise gefertigt, immer wieder den Aufbau leicht und schnell ermöglicht und natürlich einen hervorragenden Sound hat. Das ist jetzt sozusagen das Meisterstück mit 475 Euro. Das ist die Traveler von Lever. Sind die Cajons schon verfügbar oder wann kommen die auf den Markt? Die Cajons werden verfügbar sein ab ungefähr Anfang, Mitte Mai. Alles klar, besten Dank, Hannes. Gerne.